Wir sind hier im Lager der Westphalbrigade, hier drüben in den Grizzlyhügeln. Wir werden heute als erstes die Quest mit Urzog, dem Bärengott, versuchen. Also wir werden zwei verschiedene Methoden ausprobieren. Einmal, dass wir können aussuchen, wollen wir ihn als Heiler, als Tank oder als DD haben. Und nehmt eure druidische Bärengestalt ein, helft uns, ihn zu überwältigen. Wir könnten einen Heiler gebrauchen. So, er heilt. Und wir versuchen ihn halt zu killen. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. So, wir müssen hier erstmal die Bären aus dem Weg räumen. Also ich sag mal, hier brauchen wir jetzt nicht unbedingt alles Kirschnern, weil hier wird Kirschnern trotzdem alles. Weil hier haben wir oft, sehr oft nur boreanische Lederfetzen. Im Shullasar-Becken haben wir eigentlich immer boreanisches Leder. So, erhaltene Heilung um 6% erhöht, Menge der erhaltenen Heilung um 10% erhöht. So, der hat 200.000 Leben. Das kann halt jetzt ein bisschen dauern. Hey. Warum? Also wie gesagt, es dauert halt ein bisschen, aber mir ist das scheißegal. Und die Dinger sollten wir halt immer schön killen. Ach, der ist immun gegen. Ich will mal kurz was probieren. Wenn ich jetzt in Katzengestalt gehe, heilt er mich trotzdem gut genug? Ja, macht er. Los, Kollege, ich heil mich. Jawohl. Also. Kann man auch ohne Probleme alleine machen. Ja, wir machen so einfach viel mehr Schaden. Hallo. Dankeschön. Immer dieses Scheiß betäuben. Hau ab. Ja, die Dinger sollte man schon killen.
Ich frage mich, warum da Leute immer großartig noch eine Gruppe suchen. Wenn man das eigentlich ohne Probleme alleine schaffen kann. Wieder betäubt gewesen. Oh, lass mich doch mal dahin. Mann, Mann, Mann. So, gucken. Ja, gleich haben wir es. Nicht mehr lange. Ey. Bitte was? Bitte was? Was war denn das jetzt? Warum? Das lief doch so gut gerade eben. Wo geht's hoch? Wo geht's hoch? Wo geht's hoch? Da geht's hoch. Das lief doch eben super die ganze Zeit. Und auf einmal, ich habe keine Ahnung, was da eben das Problem war. Rüstung verringert und Schattenschaden. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und natürlich müssen wir nochmal von vorne anfangen. Ja, geil. Ne? Ist das nicht schön? Oh, leckt mich am Arsch. Gut, dann einmal hierhin. Ja, ich möchte dich trotzdem noch weiter als Heiler. So, und jetzt zack ich. Was nehmen wir? Crit. Tempowertung. Ja, Tempowertung ist gut. So, dann will ich das natürlich noch auf ihn und auf mich. So. Ach komm. Müssen jetzt die ganzen scheiß Dinger wieder spawnen oder was? Der hier noch. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum das eben so daneben ging. Hat es zu lang gedauert? Haben wir noch irgendeine Rolle? Rolle der Beweglichkeit. Nehmen wir auch mit. Ansonsten haben wir nichts. Wasserwandeln. Nee. Vielleicht muss ich auch zum Schluss mich in die Bärengestalt verwandeln, dass ich nicht so viel Schaden krieg. Das war, ich weiß es halt nicht. Wir werden es sehen.
Wir probieren das jetzt noch einmal und wenn es dann immer noch nicht klappt und dann lassen wir es halt. Ey, ey, ey. Hallo, ich spiele die ganze Zeit den Kleinen an. Geht aber nicht. Heimisch mal. Danke. Oder hatte er keinen Mana mehr? Ich habe schon wieder den Debuff. So. Was? Bei 23.000 sind wir, glaube ich, eben gestorben. Den hier. Hallo? Hallo? Warum parierst du denn die ganze Zeit, du Arschloch? Mann, Mann, Mann. Oder hat er den Heiler betäubt gehabt? Ich weiß es nicht. So, jetzt kommt die kritische Phase, wo wir vorhin gestorben sind. Ich zieh ihn mal weg von den scheiß Dingern da. Weg. Nein, 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 nein. Boah. Fuck. War das knapp. So, jetzt ihn damit bestreuen. Und dann haben wir die Quest fertig. Sehr schön. Alles klar. Huiuiui. Ja, das war echt knapp jetzt. Also, schafft man eigentlich ohne Probleme alleine. Also, außer man ist Stoffi. Und hat keinen Begleiter Ehre dabei. König, Freund. Hab gerade ein bisschen Schluck auf. Entschuldigung. Hallo? Achso. Außer halt, wie gesagt, man ist Stoffi und hat keinen Begleiter dabei. Also, Hexenmeister. Hexenmeister müsste das eigentlich auch ohne Probleme hinkriegen. Bei den anderen Magier vielleicht durchs Ziehen. Also bei Kruls Unterschlupf im Burning Crusade war es ja so gewesen, bei dem ersten Boss, wie hieß der denn? Burning Crusade bei Kruls Unterschlupf. Hochkönig Maulgar. Das waren 5 oder 7 Gegner. Und einer wurde eigentlich immer von einem Magier getankt. Der Magier hat Schaden auf den gemacht und hat ihn durch die Gegend gezogen, während die anderen ihn platt gemacht haben. Also Magie kann schon ein bisschen was aushalten durch die Gegend ziehen. Ein Priester alleine dürfte etwas schwer werden. So, geben wir mal ab. Wir nehmen natürlich diese Hose. Die ist besser als was wir momentan haben. Und hier, ja, den können wir dann verkaufen. Beenden. Also, wir sind jetzt hier an der Amatan-Hütte komplett fertig. Die Hose haben wir eben bekommen. Sehr schön. Gut, dann verkaufen wir jetzt noch. Kann ich euch helfen? Weg. Weg. Weg, weg, weg.
Weg, weg. Das muss ich dann noch gucken. So. Alles klar. Das packe ich mal hier unten rein, weil das ja Sachen sind, die ich eigentlich ständig einsammle. So, das muss ich gucken. Das, ja, das kann ich eigentlich auch aufmachen. So, Kräuter. Und das wird verkauft. Ja, die... Keine Ahnung, was ich damit machen soll. So, weg, weg. Das ist für meine Frau. Gut, dann war's das für mich jetzt. Um 15 Uhr fängt 1000 Winter an. Dann möchte ich natürlich mit meinem Jäger und dann noch mit meinem Paladin rein. Und ja, ich habe jetzt heute wieder nur, Moment, 2, 4, 5 Folgen aufgenommen. Reicht erstmal. Mir geht's momentan nicht so gut hier. Vom Hals her hört ihr vielleicht auch ein bisschen. Habt ihr wahrscheinlich da bei dem Winterhauchfest bei der Folge, habt ihr das bestimmt noch mehr gehört. Deswegen, ich werde diese Woche auf jeden Fall noch aufnehmen, weil nächste Woche ist die Weihnachtswoche, also zwischen Jahren, zwischen Weihnachten und Silvester, da sind meine Kinder da. Da kann ich nicht aufnehmen und für die Woche danach habe ich bisher nur 2 Folgen. Deswegen werde ich diese Woche auf jeden Fall noch ein bisschen aufnehmen. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis morgen.